Der geöffnete Fächer ist für die Japaner ein besonderes Glückssymbol. Und so tragen japanische Bräute ihn geschmückt mit herrlichen Blumen als Brautstrauß. Ein Ikebana-Arrangement, ganz gleich aus welchem Anlass es gestaltet wurde, sollte nicht nur das Auge des Betrachters ansprechen, sondern ihm auch eine geistige Aussage vermitteln. Kikuto Sakagawa möchte uns dies heute an drei Beispielen von Blumengestecken zu Hochzeiten zeigen. Er beginnt mit einem Arrangement zur ersten, also zur grünen Hochzeit. Es ist ein sogenanntes Dreierlei-Gesteck, das in Form und Symbolik der verwendeten Pflanzen schon seine feste Bedeutung hat. Immergrüne Scheinzypressen, sie stehen für die Unsterblichkeit der Natur, werden fächerförmig angeordnet. Symbol für Glück. Dazu kommen Kugeldisteln, deren runde Form Sinnbild der Harmonie ist. Die biegsamen Stiele werden mit der Hand leicht geschwungen, um ihre Linie und Persönlichkeit klar zur Geltung zu bringen. Keine Blüte soll die andere berühren. Das feierliche Element bilden die kostbaren Orchideen. Der Meister selbst sieht in seinem Werk aber noch eine weitere Bedeutung. Sein Arrangement ist die Familie. Der Vater in Gestalt der immergrünen Zweige, die Schönheit und Güte der Mutter, sichtbar in den herrlichen Orchideen, und die zarte Anspielung auf Kindersegen in Form der runden Kugeldisteln. Auch der noch verbleibende leere Raum in der Schale, die Japaner sagen dazu Yohaku, hat eine Symbolik. Yohaku entsteht dort, wo Unnötiges weggelassen wird. Beim Ikebana-Arrangement ist der leere Raum umso wirkungsvoller, nach je strengeren Maßstäben Unnötiges weggelassen wird. Nur so entsteht ein mit Spannung gefüllter leerer Raum, in dem wir leben,
und alle Möglichkeiten finden können. Als Material für das bereits fertige Arrangement zur Silberhochzeit verwendete der Ikebana-Meister wiederum dominierend schön gebogene immergrüne Kiefernzweige, weiße Orchideen und als abschließenden Kontrastpunkt lila Orchideen. Eine besonders interessante Linienführung demonstriert der Meister in seinem Vorschlag für die seltene goldene Hochzeit. Ein aufrecht stehender Alliumporum ersetzt jetzt die vorangegangenen immergrünen Zweige, sorgfältig umgeben von einzelnen Schwertlilienblättern. Man gab sie in früheren Zeiten ins Badewasser, weil man ihnen eine kräftigende Wirkung nachsagte. Zwei weiße Orchideenblüten und eine Kugeldistel. Ich habe den Wunsch, Ihnen die Schönheit und die Seele der Natur, der Blumen und Pflanzen vorzustellen, sagte der Meister. Uns scheint, wir beginnen, ihn zu verstehen.